Vollert ist heute zu Gast in Sulzberg bei Bürgermeister Helmut Blank. Herr Bürgermeister, die neue Mittelschule mit Dorn und Langen wurde mittlerweile in Betrieb genommen. Wie hat sie sich denn bewährt bisher? Ja, unsere gemeinsame Mittelschule in Dorn ist ein ganz großes Projekt gewesen die vergangenen Jahre. In der Umsetzung, wir haben die Schule generalsaniert und eine schöne Normturnhalle dazu gebaut und die Schule ökologisch und energetisch sozusagen aufgewertet, auf Stand der Technik gebracht. Das hat immerhin 9,5 Millionen Euro gekostet. Das geht an die Grenzen von Kleingemeinden, aber wir sind der Meinung, dass Bildung unser wichtigstes Kapital ist und dass wir hier nicht sparen sollen für die Zukunft, sondern wirklich gut in die Zukunft investieren. Und es ist wirklich ein ganz tolles Projekt geworden für die Lehrer und die Schüler insbesondere. In Entwicklung befindet sich derzeit ein neues Dorfhaus. Was hat es denn damit auf sich? Ja, es heißt richtig Dorfhaus. Wie der Name sagt, soll es fürs Dorf Entwicklung bringen im Sinne von Wohnraum, leistbaren Wohnraum für Mitbürger, für junge und auch für ältere Menschen hier im Zentrum von Sulzberg. Also es soll den Dorfkern stärken. Es entstehen hier 20 Wohnungen, eine Arztpraxis. Dabei ein gemischtes Projekt, das ist vielleicht ein interessanter Ansatz, sowohl Eigentumswohnungen als auch sozialer Wohnbau mit der Wohnbau-Selbsthilfe zusammen, also geförderte Mietwohnungen. Und die Nachfrage ist entsprechend groß und wir werden, so wie es aussieht, im Frühjahr dann mit den Baumeisterarbeiten beginnen. Die Vorarbeiten, Leitungsverlegungen und das Grundstück baureif machen sind schon umgesetzt. Sulzberg hat sich beteiligt am Projekt Familie Plus des Landes. Was ist hier genau passiert? Was für Pläne stehen an? Wie hat die Gemeinde abgeschnitten? Ja, das Ergebnis der Zertifizierung ist noch ausständig. Das findet am 7. Dezember jetzt in einigen Wochen statt, im Landhaus. Wir sind sehr zuversichtlich, weil wir ein engagiertes Team haben, die das Thema bearbeitet. Das ist natürlich ein sehr breites Thema. Familie Plus bedeutet, dass wir uns um Kinder natürlich, Familien, wie der Name schon sagt, insbesondere kümmern, aber um alle Lebenslagen der Bürger. Es geht hin bis zu betreutem Wohnen, das hier besprochen wird. Und wir sind der Meinung, dass das ein ganz wichtiges Zukunftsthema ist, dass man offensiv an diese Themen herangeht, wenn man an die demografische Entwicklung denkt, was hier für Aufgabenstellungen auch an die Gemeinden herangetragen werden. Der Nordic Sportpark geht in die zweite Saison. Wie wurde das Projekt denn von der Bevölkerung aufgenommen? Das ist ein sehr schönes Projekt natürlich, das unsere Gemeinde sehr aufwertet, im Sinne, dass wir eine Sportanlage hier haben, die sozusagen doppelt genutzt wird. Im Sommer der Fußballplatz und dort die Trainingsmöglichkeiten für die Rasensportler und im Winter am selben Platz Trainingsmöglichkeiten für Langlauf, Wettkämpfe, eine Flutlichtloipe, eine Beschneiungsanlage und homologierte Loipen, die auch für internationale Wettkämpfe geeignet sind. Biathlon ist auch im Gespräch. Es wurde diskutiert, eine temporäre Biathlonanlage für die EOF-Spiele im Winter 2014-2015. Das ist aber ein Thema, das noch nicht ganz ausgereift ist und noch diskutiert werden muss.